Es ist Juni, es ist heiß und wir alle sitzen irgendwie im Büro und schwitzen uns einfach den, auf gut Deutsch gesagt, Arsch ab. Ja? Und wozu führt das? Ja, das führt dazu, dass Termine abgesagt werden, dass es weniger Leads gibt, dass die Leute generell einfach unzuverlässiger sind. Und das ärgert uns alle zu Tode. Ja, das ärgert uns als Member Boost. Ja, unsere Leads sagen ab. Das ärgert aber auch Studiobetreiber wie den Adam, der Werbung schaltet, der Probetrainings hat, die terminiert wurden, die dann nicht erscheinen. Die Leute antworten nicht, gehen nicht mehr ans Telefon und so weiter und so fort. Ja, und jetzt kommt's. Da müssen wir alle durch. Ja. Aktuell stellen wir so ein bisschen die Tendenz fest, dass sich die Landschaft, was Marketing oder Lead-Generierung generell angeht, so im Grunde genommen zwei Lager einteilt, Adam, richtig? Ja. Und zwar sind das auf der einen Seite die Studios, die die Anbieter, die über den Preis werben. Ja. Das sind meistens ja Discounter, ja, die, sage ich mal, bis irgendwas zwischen 19,90 € im Monat, vielleicht bis 34,90 €. Also im Grunde genommen das, was man so kauft quasi. Ja, 2 Wochen kostenfrei testen, zack, Daten eingeben, fertig. Ja, das sind so die einen. Und dann gibt es so die anderen, bei denen das eben nicht funktioniert. Und zwar allein aufgrund der Tatsache, dass sie mit höheren Preisen unterwegs sind. Ja, weil sie mehr bieten, weil sie dem Personal, also vielleicht einfach besseres, hochqualifizierteres Personal haben. Noch ein Sauna, Solarium oder was weiß ich. Einfach der typische Fitness- oder Beauty- oder CrossFit-Qualitätsanbieter, ja, der einfach mehr bietet als der Discounter. Ja, das sind so die zwei Lager. Und die einen verkaufen halt einfach über den Preis. Ja, das ist möglich, Online-Mitgliedschaften auch zu machen. Und alle anderen, ja, hätten das gerne. Ja, und es funktioniert aber nicht, ja, weil man halt einfach nicht so stark übers Marketing quasi seine Marke positionieren kann, als dass ich jetzt sage, okay, zack, für 69,90 € im Monat kaufe ich einfach jetzt eine Mitgliedschaft. Das wird nicht funktionieren. Ja, also auch wenn sich das alle wünschen, dass, wie ich immer so schön sage, der kreditkartenschwingende Gutverdiener sich schnell jetzt einfach mal online einträgt, die Mitgliedschaft macht und dann am besten nie kommt, ja, so sehr sich das alle wünschen, es wird nicht funktionieren. Und das ist ein Thema, wie es besser gehen kann, ja, oder was notwendig ist, damit man auch diese Leads bekommt. Darüber wollen wir heute in dem Video reden. Aber generell ist es erstmal so, dass es eben diese zwei Lager gibt und dass wir festgestellt haben, ja, dass die einen halt die Online-Mitgliedschaften machen, einfach weil es halt einfach saubillig ist. Ja, 20 € im Monat, es juckt halt einfach niemand und dann noch 2 Wochen kostenfrei testen. Und dann sieht das Studio natürlich in der Regel auch noch, weil es Ketten sind, einfach richtig geil aus. Ja, da kannst du einfach nichts falsch machen als jemand, der das Studio noch nie gekannt hat, noch nie drin war und sieht dann aber eine Werbeanzeige, ja, 20 € im Monat und das Ding, das sieht einfach aus wie geleckt, ja, also wie ein Neubau, da gibt es ein cooles Konzept drin, das sieht einfach geil aus, ja, und dann gibt es auf der anderen Seite halt den Premium-Gesundheitsanbieter, wo vielleicht die Ausstattung nicht die allerneueste ist, der aber einfach mit anderen Qualitäten glänzt, die aber nicht so einfach übers Marketing rüberzubringen sind. Ja. Schönes Studio, einfach fürs Marketing, ja, coole Bilder, coole Videos, ja, hochwertiges Studio im Sinne von guter Betreuung, Gesundheitskonzept und so weiter, ja, das Leuten übers Marketing, gerade auf Facebook zu erklären, ist im Grunde genommen unmöglich und deswegen muss man da, ja, wenn man teurer verkaufen will, einfach ein bisschen mehr machen und da geht es dann ins Thema Lead Nurturing rein, also mit anderen Worten auf gut Deutsch gesagt, Marketing sorgt dafür, dass Kontakte generiert werden und wenn die Kontakte bei euch sind, dann fängt Vertrieb an, ja, auf Neudeutsch Lead Nurturing, man muss die Leads einfach füttern, mit Infos, mit Goodwill, ja, man muss dranbleiben und so weiter. Und wie das funktioniert, ja, wie wir das jetzt beispielsweise auch bei CrossFit Wuppertal umgesetzt haben, auf eine ziemlich abgefahrene Art und Weise und da auch sehr hochpreisig jetzt verkaufen, dazu kann euch der Adam am besten selber erzählen, ja, weil wir es bei ihm umgesetzt haben und weil er auch selber den Prozess aktuell bei sich umsetzt. Also die gute Nachricht zuerst, es geht, es funktioniert, das funktioniert auch jetzt in der Sommerzeit. Die schlechte Nachricht ist, es funktioniert nicht von alleine. Das heißt, egal wie viel Automatismus, wie viele Follow-ups und Co. sich man da irgendwie einbaut und was man da alles nutzt, ja, es ist einfach so, dass am Ende des Tages muss man halt auch da wirklich Arbeit reinstecken, damit es funktioniert. Wie Tim schon sagte, wenn ihr das Video zuschaut und ihr verkauft erfolgreich Online-Mitgliedschaften, Glückwunsch, macht das weiter so. Ja. Wenn ihr es aber nicht schafft, Online-Mitgliedschaft zu verkaufen, das heißt, ihr führt weiterhin Beratungsgespräche, ihr verkauft weiterhin nicht niedrigschwellig am Anfang, sondern eher mit einem hohen Preis. Ja. Bei uns sind die
Preise gerade sehr hoch, was den Einstieg quasi angeht. Wir verkaufen für 490 Euro die ersten 6 Wochen. Und auch das funktioniert. Ja, aber dafür muss man natürlich vorneweg wirklich den Prozess haben. Und die meisten von uns konzentrieren sich irgendwie auf das Verkaufsgespräch. Ja, das heißt, wenn ich jetzt weggehe vom Online-Mitgliedschaften, sondern hingehe zu den, zum Thema, ich verkaufe vor Ort, ja, dann sagen alle, okay, ich brauche eine Verkaufsveranstaltung, ich brauche dies, ich muss halt ein Verkaufsskript haben und so, ist alles wichtig. Aber du kommst gar nicht so weit, wenn du vorneweg die Leads nicht so behandelst, dass sie zum Verkaufsgespräch kommen. Das heißt, ich behaupte mal einfach, dass das Thema des Lead-Nurturings, wie Tim schon gesagt hat, das Behandeln des Leads, das Füttern der Leads vorneweg, bevor sie zum Verkaufsgespräch, Beratungsgespräch, Probetraining, wie du das mal nennst, kommen, ist fast noch wichtiger. Und was wir gemacht haben im Grunde genommen ist, wir haben jetzt bei Memberbus seit Monaten ein System etabliert, was wir immer wieder jetzt optimieren und jetzt nochmal die letzten Monate nochmal angepasst haben, entwickelt, wo wir alle Schnittpunkte unseres Kunden, ja, egal wo der herkommt, ja, also nicht nur Facebook, nicht nur Instagram, auch organisch, sei es über die Website, über ein Formular, über eine Preisabfrage, über eine Chatbubble, also alle möglichen Schnittpunkte, die wir quasi haben, landen in einem System. Und dort werden die Kunden systematisch entsprechend abgearbeitet. Und zwar so abgearbeitet, dass wir ganz genau wissen, von wo kommt welcher Lead ist in welchem Stadium, ja, wann hat man die vielleicht Person angerufen, wenn man sie nicht angerufen hat, welche Workflows laufen ab, ja. Es ist jetzt in diesem Video einfach zu kurz und zu knapp, um euch das Ganze in Tiefe zu erklären, vor allen Dingen, wenn ich das nicht jetzt hier als Video, also als Screenshot quasi zeige. Aber was wichtig ist, es muss so aufgebaut sein, dass ihr die Leute wirklich in den ersten Tagen vermehrt, ja, füttert, vermehrt, kontaktiert, gerne automatisiert, ja, gerne Sachen nutzt, nicht nur wie E-Mail, sondern auch WhatsApp, ja, Anrufe, dann dazu passende Nachrichten, Workflows, eures, nicht Screenshots, sondern Selfies, Wegbeschreibung, all den ganzen Kram, den muss man wirklich wie ein Puzzle zusammenstecken, dann wird es auch funktionieren, ja. Dann habt ihr auch super wenige No-Shows oder wenn ihr schon keine Bestätigung bekommt für einen Termin, dann könnt ihr damit rechnen, dass die Person nicht kommt, aber es gibt keine ultra krassen Überraschungen mehr. Und diesen Prozess können wir euch gerne Step-by-Step erklären, aber nochmal ist es super wichtig zu verstehen, dass man vorneweg diese Leads, diese Kontakte, ja, es gibt diese 7 Kontakte-Regeln, ja, das heißt, die Person muss euch 7-mal irgendwie gesehen, gehört haben und euch Kontakt gehabt haben, um zu kaufen. Ich weiß nicht, sind das 5, 7 oder 17, ist mir auch egal. Hauptsache, ganz ehrlich, irgendwann kommt die Person zu uns oder halt sagt auch nein, ja, und das könnt ihr zum großen Teil automatisieren oder wir haben es bei uns zum 80% automatisiert, aber die 20% der Arbeit, ja, das Ding zu bedienen, ja, das System zu verstehen und zu wissen, wann kann ich mit welchen Leuten wie kontaktieren und in welchem Stadium befinden sich die Leute gerade, das muss aufgebaut werden, ja. Und das ist der technische Teil, den wir die letzten Monate uns hier erarbeitet haben und den wir gerade wirklich erfolgreich testen. Ein großer Bestandteil oder ein fast der wichtigste Bestandteil der ganzen Sache ist mittlerweile bei uns WhatsApp geworden. Ja, das bedeutet, dass die Leads, die sich irgendwo eintragen für auf der Facebook-Seite, auf der, in der Facebook-Anzeige und so weiter, wenn wir die nicht direkt erreichen, ja, also wenn die nicht direkt per Telefon erreicht werden können, dann kriegen die WhatsApp, ja. Und die Erfahrung zeigt, dass WhatsApp gegenüber SMS oder noch viel schlimmer E-Mails beispielsweise einfach eine ultra krasse Interaktionsrate hat. Also mit anderen Worten, super viele Leute reagieren oder antworten einfach, ja. Wir haben mittlerweile bei Memberbus auch unsere ganze Kommunikation, die marketingmäßig abläuft, auf WhatsApp umgestellt und wir stellen fest, dass wir sogar auf so super transaktionale Nachrichten, wie beispielsweise eine Terminerinnerung fürs Beratungsgespräch beim Adam, ja, kommt irgendwie so ein Emoji-Daumen zurück oder es wird nochmal bestätigt, ja, ohne dass wir irgendwie direkt sogar dann nachgefragt hätten. Ja. Also das Thema WhatsApp ist echt richtig geil fürs Thema Vertrieb, aber auch fürs Thema Altkundenreaktivierung und generell ja für die Kommunikation mit euren Leads. Ja. Also wenn ihr da interessiert seid oder wer da vielleicht auch schon was macht in der Richtung, Glückwunsch erstmal. Ja. Wenn ihr es noch geiler machen wollt, und zwar so automatisiert, dass die Leads, die ihr bekommt, automatisch eine WhatsApp bekommt und ihr die nicht irgendwie erst noch in euren WhatsApp-Business zwischenspeichern müsst und das alles händisch machen müsst, dann sprecht gerne mit uns oder kommt am 30. Juni, ja, kommt nach Wiesbaden. Wir sind mit unserem Partner Position Consulting beim Health Business Kongress, haben dann Stand
und wären gern mit euch in die Themen WhatsApp-Marketing, Automatisierung, Lead-Nurturing und hochpreisiges Verkaufen einsteigen. Ja, dem gibt es fast nichts mehr hinzuzufügen. Im Grunde genommen hat der Tim ja schon auch alles erwähnt, was wichtig ist, nämlich vorneweg wirklich die Leads vernünftig zu behandeln, vernünftig entsprechend zu strukturieren, zu systematisieren und einfach mehrfach auf die Person anzugehen. Wir haben teilweise Leute, die bei uns in dem ersten Workflow erst nach einer Woche und diversen Nachrichten lachend reagieren übrigens und sagen, okay, alles klar, mit dieser Nachricht hast du mich gecasht, ja. Lass uns einen Termin machen. Das war letztens nur gestern nämlich noch gewesen. Da musste ich selber schmunzeln, ja, weil manche der Nachrichten einfach witzig sind. Ja, es sind einfach menschlich geschrieben. Es ist keine KI in dem Moment, sondern wirklich einfach ein von uns geschriebener Text, der einfach in bestimmten Ablauf verschickt wird, sodass manche Leute erst nach einer Woche reagieren. Und wer von euch verfolgt manuell eine Woche lang irgendwelche Leads? Ja, und ich kenne das ja selber. Mein Ego ist da auch immer sehr groß. Ich bin immer super sauer. Wenn jemand irgendwie nicht absagt oder irgendwas in der Art oder nicht zum Termin erscheint oder nicht reagiert, dann muss man einfach dann drüber hinwegschauen und einfach das System arbeiten lassen, weil das System macht es einfach systematisch. Noch ein Tipp zum Schluss für diejenigen, die schon quasi Vertrieb oder Lead Nurturing betreiben, in welcher Art und Weise auch immer, ja, sei es mit Mails, per WhatsApp oder SMS, ja. Je direkter quasi das Kommunikationsmedium ist, also quasi Mail wäre jetzt meiner Meinung nach super indirekt, ja, weil du schickst es und wenn du Glück hast, kommt es an, wenn du Glück hast, wird es abgerufen, wenn du Glück hast, lernt es nicht im Spam und dann wird es vielleicht mal einen Tag später wird es irgendwann gelesen, ja. Dann kommt SMS. SMS ein bisschen direkter, aber mittlerweile ein bisschen mehr oldschool. Die meisten Leute haben mittlerweile bei SMS halt einfach im Kopf, dass man irgendeinen TAN oder sowas bekommt vom Online-Banking oder so. Also SMS ist sehr transaktional geworden. Und danach kommt WhatsApp. So. Und je direkter ihr quasi werdet, desto wichtiger ist es, dass ihr nicht im Grunde genommen mit der Tür ins Haus fallt. Also keine WhatsApp-Nachrichten verschicken, wo die erste Nachricht lautet, hey, heute super Sommerangebot, kaufe jetzt 2 Wochen Mitgliedschaft und bekomme 3 oder irgendwie sowas. Ja, das ist ein blödes Beispiel, aber der Klassiker ist ja, fange jetzt an zu trainieren und bezahle dann erst ab, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder sowas oder 6 Monate Übernahme des Restvertrags. Wie auch immer, ja, was ihr nicht machen sollt, ist den Leuten einfach irgendein Angebot zu schicken, weil die denken sich dann auch, ja, leck mich am, ne? Und dann kommt direkt eine Nachricht und da will jemand was verkaufen und ihr habt noch gar keine Beziehung oder so zu dem aufgebaut. Von daher, je direkter ihr werdet, desto eher versucht überhaupt erstmal in die Interaktion mit den Leuten zu kommen. Ja, der Adam hat es gerade schon gesagt, also die erfolgreichsten Nachrichten von uns, ja, die dann zu erstens mal überhaupt zur Rückmeldung führen, die, wo man vielleicht auch eine Frage gestellt hat, wo man dann den Leuten so ein bisschen was, ihr Ziel oder so rauskitzeln konnte, in Anführungsstrichen. Das sind einfach die witzigsten Nachrichten. Ja? Also wir verschicken sogar teilweise in diesen Workflows irgendwelche Memes, ja? Also irgendwelche Bilder, die einfach witzig sind und die halt einfach denjenigen, der sie bekommt, einfach mal zum Lachen anregen. Und das ist einfach mal was anderes, als immer von jeder Seite mit Werbung zugeballert zu werden. Ja? Und gerade auf WhatsApp, wo die Leute eben im Kopf haben, dass sie per WhatsApp eigentlich hauptsächlich mit ihren engen Freunden und Kontakten kommunizieren, gerade da solltet ihr keine Angebote einfach direkt verschicken. Ja? Ihr könnt gern fragen, ob jemand Interesse hat und dann quasi direkt abfragen, ob ja oder nein. Aber was ihr nicht machen solltet, ist einfach direkt was zu verkaufen. Ja? Punkt, es wird nicht funktionieren. Das mal so als Schlussakkord zu diesem Video, ja, zusammengefasst. Ja? Versucht einfach mal die Leads, die ihr habt, vernünftig zu bearbeiten, ja, über das sogenannte Lead Nurturing. Also füttert sie im Grunde, ruft sie an, schickt denen mal wenigstens eine Mail, eine SMS oder eine WhatsApp und versucht in die Interaktion mit den Leuten zu kommen. Ja, versucht mit denen zu sprechen, das ist immer noch das Wichtigste. Ja, ihr werdet nicht, die qualitativ hochwertigsten Leads sind immer noch die, die ihr direkt über das Telefon terminiert habt. Ja, das heißt, ihr werdet nicht ums Anrufen drumherum kommen. Wenn ihr aber die Leute nicht erreicht, was sehr oft der Fall ist, dann schickt auf jeden Fall was hinterher, ob jetzt automatisch oder halbautomatisch oder manuell, sei erstmal dahingestellt. Wichtig ist, dass ihr überhaupt irgendwas macht, kommt in die Interaktion mit den Kunden und dann ja, ladet sie zu einem Beratungsgespräch ein und dann wisst ihr auch, was sie überhaupt brauchen und dann könnt ihr auch eine Mitgliedschaft abschließen oder was verkaufen.
Ja. In diesem Sinne, wenn ihr Bock habt zu wissen, wie das funktioniert, ja, wie man auf halbautomatische Weise den Leuten auch eine WhatsApp-Nachricht schicken kann, die wirklich witzig sind und zu Interaktionen führen, dann tragt euch ein auf www.memberboost.de, ja, holt euch ein kostenfreies Erstgespräch und wir sprechen dann mit euch und zeigen, wie das Ganze funktioniert. Oder kommt am 30. Juni, am Freitag, kommt nach Wiesbaden zu unserem Partner Position Consulting zum Health Business Kongress. Ja, wir können euch sogar noch ein vergünstigtes Ticketkontingent dort anbieten. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, dann sprecht mit uns, meldet euch bei uns und dann können wir dort quatschen. Bis dahin. Wir freuen uns. Servus. Ciao.